Moin Leute und seid herzlich willkommen zu mal wieder einer Runde von Jump League. Es kam jetzt glaube ich schon ziemlich lange nicht mehr und direkt am Anfang Modul, was ich noch nicht kenne. Ja, ich habe mir jetzt als Ziel gesetzt, so täglich oder vielleicht auch jeden zweiten Tag wieder Folgen zu bringen. Jetzt war ja in den letzten Tagen, Wochen, kamen etwas selten Videos, teilweise nur zwei Stück in der Woche, und das möchte ich auf jeden Fall wieder steigern. Und ich habe hier irgendwie die Truhe nicht bekommen, als ob die jetzt ganz da hinten war. Egal, ich kann ja... Kann man nicht mehr zurücklaufen? Lol. Dann überspringen wir halt die Kiste, das war natürlich alles so geplant. Ja, wie bereits gesagt, ich möchte mir jetzt als Aufgabe setzen, wieder täglich bzw. jeden zweiten Tag ja verschiedene Minecraft Minigames oder auch Tutorials, MC News etc. zu bringen. Tegel wird natürlich auch wieder Videos machen, nur bei dem ist gerade alles ziemlich viel wegen der Schule etc. Aber er möchte auch wieder hin und wieder mal Videos bringen. Darauf könnt ihr euch dann ja höchstwahrscheinlich gefasst machen. Gott, war das schlecht. Na, jetzt versuchen wir hier ein bisschen in Jump League alle wegzuracken. Ich muss sagen, ich habe es noch nie geschafft, dass ja die Springmodule hier alle zu beenden. Vielleicht wird hier heute der erste Tag, man weiß es nicht. Bisher war die Leistung nur so mittelmäßig. Es gibt ja ein bisschen Goldrüstung und ein paar Cookies. Ich meine, Cookies ist ja eh das Wichtigste. Die zu essen ist überhaupt nicht nervig, wenn man alle 10 Sekunden alles verliert oder halt wieder Hunger hat. Überhaupt nicht nervig. Boah, ist das hier gerade eine Höchstleistung von mir. Zack, zack. Als ob wir jetzt hier zurückgebackt wurden. Okay, springen wir halt hier nochmal entlang. So, aber jetzt müssen wir es doch schaffen. Zack, und hier noch einmal. Und hier zum Checkpoint, perfekt. Fünftes Modul. Okay, hier ist erst die Kiste. Oh, ein Eisen und ein Crafting Table. Vielleicht finden wir noch einen Stick. Und noch ein Eisen. Und noch zwei Dias. Das war jetzt nicht so gut. Zack. Nein! Boah, war das knapp. Ja, das haben wir. Dann hier rum. Hier hoch. Und dann kommt ein dreckiger Sprung. Ja, gut, den haben wir geschafft. Der hier ist auch noch mal ein bisschen blöd, aber den hätten wir auch geschafft. Und jetzt zack und an die Leiter. Und dann sind wir wieder hier. Mal sehen, ob wir es dieses Mal schaffen. Ich sollte da echt mit Anlauf laufen. Oh, und jetzt hier letzter Sprung. Nice, Checkpoint. Sechstes Modul. Wir sind noch Erster. Es sind nur 5 Leute in der Runde. Okay, die war vorher noch voll. Da sind mal wieder einige geragequittet. Oder sind gleich geliefert, weil sie gesehen haben, oh, da komme ich. Da hat man doch eh keine Chance. Natürlich. Kommt schon, ja, ich komme noch an die Kiste an. Oh, da ist das Stick, jetzt brauche ich nur noch ein Eisen. Und dann könnte ich mir ein Eisenschwert craften. So, siebtes Modul. Ah ja, ich weiß gar nicht, ob ich das kenne oder schon mal gesehen habe. Ich glaube, selber gesprungen bin ich noch nicht, aber vielleicht habe ich es mal in einem Video schon gesehen. Als ob dieser Sprung hier so hässlich ist. Direkt am Anfang. Hier ist die Kiste. Eine Eisenox, nicht schlecht, und sonst leider nur doppeltes Zeug. Kann man eigentlich auch direkt nach da oben springen? Ja, kann man. Damit habe ich mir jetzt einen Vierersprung erspart. Wie kann man ganz am Ende von so einem Modul noch so einen Sprung hinpacken? Ey, kein Bock mehr. Und der nächste ist weg. Gut, da haben wir jetzt ja nur noch 3 Leute zum Killen. Werden ja echt immer weniger. Wir müssen auf jeden Fall noch
Ein Eisenschwert finden. Ein Eisen. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Warum falle ich hier jetzt die ganze Zeit? Und hier einmal durchjumpen. Gut. Und jetzt hier. Der wohl schlimmste Sprung. Nice, geschafft. Modul 8. Jetzt hier lang, ich denke mal hier. Und da begrüßt mich direkt wieder so ein genialer Sprung. Ich muss auf jeden Fall hier noch die Kiste kriegen. Ja, geil. Und der nächste lief. Yay. Das sind jetzt noch ganz genau drei Leute. Wird ja immer weniger. Wer hätte das gedacht, dass es immer weniger werden? Ja, gut, da habe ich den geschafft. Und jetzt bloß nirgends runterfliegen. Da, Kiste. Nein, ich möchte doch. Ja. Ja, Dingsbumsens. Noch ein Eisen haben. Okay, ich denke mal, ich werde jetzt. Nee, ich werde hier jetzt nichts mehr schaffen. Da rüste ich mich jetzt einfach mal aus. Wir könnten uns entweder jetzt damit ein Feuerzeug machen. Oder wir warten noch, bis wir vielleicht von irgendjemandem ein Eisen bekommen. Ich glaube, das mache ich auch. Hier noch ein schönes Level. Muss ich mir nicht ausrüsten. Lieber noch ein bisschen Rotten Flesh. Ich meine, wertvolles Rotten Flesh. Aber die anderen sind nicht so weit. In der Theorie müsste ich das beste Equipment haben. Ja, der hat noch Leder. Wenn er jetzt schon nicht irgendwie Hex anhat oder sowas, was er, glaube ich, nicht hat, dann müsste es auch alles klappen. Nee, es war auf keinen Fall Hex. Ich wollte es einfach nur gesagt haben. Toll, oder? Oh, dem geben wir auch die Kombo seines Lebens. Und direkt wieder von hinten. Ah, der ist noch unsichtbar. Und der nächste ist tot. Beide haben wir leider nicht. Nein! Wie konnte ich den nicht treffen? War jetzt nicht so gut. Da hat er mich nicht getroffen. Oh, die verbünden sich jetzt. Also es ist auf jeden Fall mal Team Sorboten. Und da bin ich tot. Da bin ich tot. Da hinten. Die haben beide noch ein Leben. Ich habe noch zwei Leben. Komm her. Du. Wie heißt der? King Fruchtsaft. Und da gibt er mir die Kombo meines Lebens. Ich spawn direkt wieder neben ihn. Er dürfte mich noch nicht hitten dürfen oder können. Also dürfen darf er, aber ich glaube, er kann noch nicht. Jetzt komm. Renn nicht weg. Bleib doch hier. Ja, aber lieber auf den hier. Denk mal, er ist die größte Gefahr und vielleicht ist auch noch Lowlife. Ich bin noch voll. Ach komm, renn da nicht weg. Er darf auf keinen Fall den Kill gleich kriegen. Und kommt der andere jetzt? Oh, da ist er, da ist er. Oh mein Gott. Da haben wir ihn noch gekriegt. GG. 34 Jump Fails, 5 Kills. Naja. War doch ganz in Ordnung. Auf jeden Fall war es noch ziemlich knapp am Ende. Das war ein bisschen blöd wegen der F5-Ansicht. Aber gut. Wenn euch die Folge gefallen hat und der Beginn eines neuen Zeitalters der täglichen oder jeden zweiten Tag täglichen Folgen. Oh, was laber ich, Purista? Ja, kannst du mir was sagen? Naja. Auf jeden Fall, wenn euch das gefallen hat, es hat bestimmt auch iCraft MC gefallen, den ich noch nie gehört habe, dann würde mich auf jeden Fall sehr, sehr eine Bewertung freuen und auch ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.